Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origin. So, dann klettern wir jetzt mal den Turm hoch. Ja, alles sollte richtig eingestellt sein. So. Ja, da geht's schon los. Ich bin erfreut. Aber lieber mal wieder speichern. Man kennt das ja, wenn man nicht speichert, passiert immer was Böses. Und Elfenholz. Sehr schön. Sollten wir eigentlich alles eingesammelt haben? Na dann. Weiter geht's. Ich krieg langsam ein Problem. Genau so wird es geschehen. Fall um. Wenn man sich wirklich bei dem Spiel durch Gegner metzeln will, Geschicklichkeit und Zweihand ist da der Faktor, den man eingehen muss, dann geht das eigentlich relativ fix. Oh, starker Lebensdruck. Silber. Nichts Vernünftiges. Na, natürlich wieder verschlossen. Kein Dieb weit und breit.
Sehr schön. Dieser Raum kann einen richtig auf den Sack, auf den Geist gehen. Ja, ich hab's gewusst. Und schon geht's los. Halt. Ich habe natürlich niemanden, der eine Falle entschärfen kann. Ach, lass mich gehen. Jep, wo ist der Magier? Ach, da haben wir ihn. Dieser Raum kann einen echt den Tag verderben, wenn man Pech hat. Puh, aber wir haben den irgendwie gemeistert. Besonders dieser dämliche Magier. Wenn man auf den nicht aufpasst, der trifft einen dann richtig hart. Lieber von hier aus. Hätte auch ganz böse enden können. Wie ihr wünscht. Natürlich ist der Großteil der Truhen hier bis auf die Holzkisten verschlossen, das war ja mal wieder klar. Kurz mal nachgucken, was haben wir hier? Ich sollte das wechseln hier. Voraussetzung Giftherstellung. Also kann ich das auch nicht nutzen. Ist traurig. Oh, die hölzerne Truhe ist tatsächlich offen. In Ordnung. Okay, dann geht's weiter. Anzugreifen. Das ist echt nervig. Hm.
geknackt werden kann. Ansonsten ist hier nichts weiter los. Okay, weiter geht's. Auf in den nächsten Stock. Beim Atem des Erbauers. Was tun die hier? Dunkle Brut weit vor dem Rest der Horde? Es sollte hier keinerlei Widerstand geben. Ja. Genau. Es handelt sich offensichtlich um ein Missverständnis. Später werden wir darüber lachen. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Wir müssen auf die Turmspitze und das Signalfeuer rechtzeitig entzünden. Taryn Loghain wartet auf das Signal. Ja, natürlich wartet er. Er kann auch noch ein bisschen warten. Natürlich geht die Truhe nicht auf. Wie ihr wünscht. So, das war's mit diesem netten Gang hier. Hinterlassen. Naja, schwache Will. Genau so wird es geschehen. Abgelegtes Buch. Was haben wir denn da? Die Geschichte der Kirche. Aha. Genau so wird es geschehen. Ach, hab ich auch. Und getroffen. Und getroffen. Wir haben uns durchgeschnitzelt. Und falls sich jemand fragt, ja, ich habe das Spiel auch schon mal auf den höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt, aber ich möchte es nicht gerne nochmal machen, weil das echt anstrengend ist. Am besten spielt man dann dafür Magier und macht jede Menge Skills ein, die Leute betäuben und so weiter. Dann hat man sozusagen, man spielt einen Überwacher. Momentan ist der Zweihand-Ding ein bisschen lasch, aber später wird er richtig mächtig. Also dann kann man die meisten Gegner auch mit einem Schlag ausschalten. Nee. Und in die nächste Etage.
aber selbstverständlich. Hoffentlich ist Logan angriffsbereit, sobald wir das Signal entzündet haben. Genau so wird es geschehen. König verlässt sich auf uns. Natürlich, da war natürlich noch einer hinter der Ecke, doch auch nicht. Ich bin erfreut. So allmählich rechts aber mit den Rundumschlägen. Sonst habe ich nie so ein Glück. So, was kommt jetzt nochmal? Ach scheiße, ich hab's vergessen. Es ist also. Also ich wusste es. Ein für mehr dunkle Frucht, ich verstehe. Der Hebel da drüben! Er lässt runter! Na, also geht's doch. Hier helfen die Hunde echt. Aber selbstverständlich. Und wenn wir hier... Zurzeit ist der Zweihandbild noch bei weitem nicht komplett. Ich würde sogar sagen, neben dem Magier ist das einer der schwächsten Builds am Anfang. Ich bin erfreut. Ja, danke, ich mache noch die Tür zu. Sagen wir mal so, wenn du den Magier später am Anfang voll schwach, aber wenn du ihr den richtig skillst und so weiter, dann holt er rein. Genauso ist das bei den Zweihänder. Am Anfang schwach, später echt mächtig. Wenn er richtig gesillt wird. Aber selbstverständlich. Okay. Dann gucken wir mal. Hey, was soll das? Anvisieren. In Ordnung. Ja.
ist das wieder verschlossen. Na, warum auch nicht? Aber selbstverständlich. Oh, das ist stärker als das, was ich habe. Und diese plus 1%, das nützt dann auch nicht viel. Okay, nehmen wir das Großschwert. Okay, natürlich. Jetzt habe ich die Fähigkeit wieder verloren. Okay, dann warten wir mal eben kurz, bis das wieder da ist. Da oben kommt der Bosskampf, soweit ich weiß. Es müsste eigentlich Turm von Ishal, dritter Stock. Okay, wir können es jetzt schon machen. Okay, dann auf zum Boss. Das ist doch nur der dämliche Ogre hier. Der ist echt ein interessanter Gegner. Hier als Boss und später als Kanonenfutter immer zwischendurch mit der realen Armee. Ey, wo ist mein? Wo ist mein Hattin verschwunden? Danke, ich weiß zwar nicht, wie ich gewonnen habe, weil mein komplettes HUD verschwunden war, aber ich habe irgendwie gewonnen. Okay, dann gucken wir mal nach. Naja. Naja, wir haben gewonnen. Ich bin erfreut. Also wollen wir mal nicht meckern. Seelenfresserbombe. Auch wenn ich nicht verstehe, warum mein ganzes HUD verschwunden war. In Ordnung. So, dann beenden wir das für heute hier, weil demnächst kommen wieder einige Ereignisse. Also, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Origins.